Gleis 1, bitte einschalten. Türmaschinen für sichtbare Abfahrt. Eisern und Glück auf und damit herzlich willkommen zu einem neuen Teil Winterzauber in Spuren. Ja, es ist heute so, dass wir aktuell nichts groß, also es ist nicht allzu viel an der Anlage passiert. Die Weichen hatte ich euch letztes Mal gezeigt und dieses Mal sind die Belegtmelder dran. Ich habe mich bewusst wieder für Belegtmelder entschieden, also Belegtmelder zu verbauen, weil die Anlage, wie ich es ja schon mal erwähnt hatte, komplett digital fahren soll, also computergesteuert. Ich will mich dann abends nicht, wenn die dann fertig ist, noch hinsetzen und dann noch mit dem Regler steuern. Also wenn ich jetzt Lust dazu habe, dann mache ich das natürlich. Ansonsten wird die komplette Anlage über Train Controller Gold laufen. Es wird hier wahrscheinlich keinen kompletten Fahrplan geben oder ähnliches, also ich werde die Züge rein zufällig fahren lassen. Das kann man ja einprogrammieren, dass die Züge nur in eine Richtung fahren. Das kann man ja alles einprogrammieren und dann sollte das auch alles funktionieren. Ich weiß, dass der ein oder andere schon mal, oder beziehungsweise es wurde schon mal nachgefragt, wie es denn aussieht mit Videos zum Train Controller. Ich werde vielleicht im Zuge dessen, dass ich hier auf der Spur N-Anlage das Ganze mache, wieder das ein oder andere Video zum Train Controller Gold, muss ich dazu sagen, Gold bringen. Bronze habe ich nicht mehr, das habe ich schon, keine Ahnung, schon ewig nicht mehr. Ich bin ja damals, das war ja noch, war das hier schon oder war das drüben schon, das kann ich gar nicht sagen. Ich bin sogar der Meinung, das war drüben auf der alten Anlage noch, also in der alten Wohnung. Da hatte ich, glaube ich, sogar das Gold schon. Also das ist schon ewig her. Und draußen auf der großen Anlage, da fährt ja im Moment immer noch nichts. Oder nicht viel und da brauche ich da noch nichts einzuprogrammieren. Wie gesagt, hier auf der kleinen Anlage, dort geht es jetzt so weit, dass wir, wenn die Belegtmelder angeschlossen sind, loslegen können. Jetzt merke ich aber schon, dass ich schon wieder viel zu viel gequatscht habe und ihr eigentlich noch nichts gesehen habt, außer meine Visage. Deshalb gehen wir jetzt mal schnell rüber auf die Modellbahn und dann zeige ich das euch mal, was an der Modellbahn so passiert ist. Wie gesagt, es ist nicht viel, aber ein kleines bisschen was und die Videos sollen ja auch, wie ich das schon erwähnt hatte, nicht allzu lang werden. Gut, gehen wir mal kurz rüber und dann melde ich mich gleich schon mal wieder. So, jetzt sind wir auf der Modellbahn und ich zeige euch mal kurz die Belegtmelder. Also beziehungsweise den Plan, wenn ich euch nicht schon gezeigt habe, wie das alles mal aussehen soll. Keine Schleichwerbung hier unten. Ja. Also wir haben hier die Belegtmelder 1, 2. 3, 4, 5, das ist die untere Ebene, das ist der Shuttlebahn auf die drei Gleise. 6 und 7 sind dann die, die oben sind. Also entweder der Kreuzungspunkt oder ein Haltepunkt. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, was ich mache. Muss ich mal gucken. Dann haben wir hier die Gleisbögen jeweils auch noch mit einem Block versehen. Und insgesamt kommen wir hier auf der kleinen Mini-Anlage eigentlich auf 11 Blöcke. Das finde ich schon ziemlich viel. Aber es muss ja alles abgesichert sein, wie ich es gerade schon sagte. Ich will mich abends aufs Sofa setzen, vielleicht ein bisschen Fernsehen gucken, vielleicht oder ne, es kommt sowieso bloß Müll. Und dann einfach dazu gucken, was hier auf der Modellbahn passiert. Es wird definitiv, wie gesagt, keinen richtigen Fahrplan geben, sondern es werden alles zufällige Fahrten sein. Ich werde es so einprogrammieren, wie ich es gerade sagte, dass die ganze Sache rein zufällig fährt. Die Züge fahren halt nur in eine Richtung, weil das sind halt keine Wendezüge, zumindest noch nicht, habe ich zumindest noch keine da. Ich habe euch ja, wie gesagt, nur die kleine Cargo-Lok und den Vectron aktuell da als Fahrzeug. Also im Moment ist das noch ziemlich überschaubar. Fahrzeugpool soll auch nicht ganz so groß werden. Aber wir schweifen schon wieder ein bisschen vom Thema ab, denn ich habe das hier gemacht, also die Kabel angelötet, ja, hier ganz leicht und ganz sauber gearbeitet. Ja, also das ist ganz wichtig, wenn ihr sowas macht, wenn ihr das direkt an die Schienen anlötet, aber da werde ich euch nichts Neues erzählen, ziemlich sauber arbeiten. Bei dem Gleis ist es halt so, dass du eben das Schotterbett schon dran hast. Kann ein Vorteil sein, kann ein Nachteil sein. Ich habe jetzt weder Vorteil noch Nachteil gespürt beim Löten, wenn man, wie gesagt, sauber und ordentlich arbeitet.
dann ist das so alles kein Problem, dann kriegt man das auch alles irgendwo auf die Kette. Ja? Und jetzt lauschen wir, beziehungsweise nehmen wir lauschen noch, ne? Ich erzähle euch nämlich auch schon, wo die Kabel lang gehen. Die Kabel gehen hier hinten lang, hier unten. Hier habe ich einen Kabelkanal, genauso wie auf der Seite. Ja? Die sind so lang insgesamt. Habe ich mir bei Amazon geholt. Also wie gesagt, wir machen trotzdem viel bei Amazon. Meine Frau, die hat Prime und da kostet das mit Versand nichts und so weiter teuer. Wie gesagt, die Läden im Moment ist bei uns ein bisschen schwierig. Aber was soll's. Ja, da habe ich den Kabelkanal gelegt. Ja, das geht dann hier hinten. Hier hinten ist dann das Loch hier auf der Seite. Sieht man das überhaupt? Hier. Ja, also hier so auf Höhe der Weiche hier ist das Loch. Da habe ich ein 8er Loch gebohrt, dass alle Kabel durchpassen und dann funktioniert das auch. Zu den Blöcken noch mal ganz kurz. Es wird, wie gesagt, auf der kompletten Anlage 11 Blöcke geben. Wir fangen hinten, also dort, wo ihr jetzt steht, ist der Block 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Und dann kommt 8, 9, 10, 11. Also 10, 11 wären irgendwo die Kreuzung. Wie gesagt, Haltepunkt, ja, nein. Weiß ich noch nicht, kann ich noch nicht sagen. Werden wir uns im nächsten Video eventuell zu einer Entscheidung hinreisen lassen. So, und jetzt lauschen wir aber mal den Wagen hier. Wir lauschen mal. Aber was ist doch? Wo klackert das? Ach, alles klar. Also ihr habt jetzt trotzdem ein leichtes Klackern der Räder gehört. Hängt aber damit zusammen, ich habe das hier so blöde angelötet, das ist ein sehr dummer Zufall jetzt. Wenn ich jetzt hier drüber fahre, mit dem Drehgestell, bin ich mit dem Drehgestell hier ebenfalls genau über dem Schienenstoß und daher kommt das Klackern. Weil hier ist auch keinerlei Erschütterung zu spüren, gar nichts. Und genauso ist das auch auf der anderen Seite, wenn ich hier drüber fahre, bin ich mit dem Schienenstoß, fahre ich auch gleichzeitig über den Schienenstoß. Ist aber nicht so schlimm. Er rollt, es fährt, so wie es sein muss. Wunderbar. Genau. Wie gesagt, wie man die Dinger anschließt, muss ich euch glaube ich nicht erzählen. Wir gehen dann nochmal ganz kurz unter die Anlage. Aber vorher tue ich die zwei Kabel, die noch fehlen, noch anlöten, um das alles komplett anzuschließen. Und dann werden wir uns mal um die Programmierung des DigiCase DR4088RB kümmern. Okay? Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, wir sind jetzt hier unter der Anlage, also beziehungsweise wir wollten unter die Anlage schauen. Das Ganze werden wir dann im nächsten Teil machen, also im Teil 3 von der Spur-N-Anlage. Das hat ganz einfach den Hintergrund. Ich habe das Video jetzt schon so weit ein bisschen zusammengeschnitten und wir sind jetzt, glaube ich, schon bei 9 bis 10 Minuten, so roundabout. Und die Videos sollen ja, wie gesagt, nicht allzu lang werden. Daher freut euch dann aufs nächste Mal, da gehen wir dann unter die Anlage, da zeige ich euch dann, wie man den ganzen Spaß anschließt, wie man dann die gewissen Sachen programmiert, denn das ist ein klitzekleines bisschen anders, als wenn man das übers Loconet macht, aber das zeige ich euch dann, wir gehen dann auch bei Train Controller rein, auch dort gucken wir nochmal, wie das alles so funktioniert, wie man dort was einstellt, also wird es dann das nächste Mal wieder etwas länger werden. Gut, dann soll es das von mir, von hier für heute schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen in nördliche Richtung sehr freuen. Auch über ein Abo würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das noch nicht da gelassen habt. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt und vor allen Dingen auch keins verpassen wollt, dann aktiviert noch die Glocke dazu. Denn das Ganze ist kostenlos auf YouTube und von daher sollte das passen. Dann bleibt mir auch nichts weiter zu sagen als bleibt gesund. Wenn ihr es nicht seid, dann werdet bitte so schnell wie möglich gesund. Und dann soll es das von mir, von hier für heute gewesen sein. Macht's nicht gut, macht's besser. Glück auf!